Monate ist es her, Herr Dr. Schneider, seitdem wir uns das letzte Mal hier trafen. Viel ist passiert seitdem, viel Dramatisches in der Welt. Corona ist glücklicherweise ein wenig in den Hintergrund gerückt, obwohl die meisten gefühlt erkrankt sind. Einmal Corona durchlitten haben, ist Corona jetzt Vergangenheit? Ja, Vergangenheit ist Corona nicht. Wir haben viele Infektionen hier gehabt. Wir haben auch gut weiter geimpft. Wir haben eine hohe Impfquote und wir haben eine hohe Durchseuchung. Wir zählen ja nur die PCR-Tests. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Wir merken zurzeit wieder so ein bisschen, dass die Infektionen, die auftreten, mehr Symptome machen, ein bisschen mehr Fieber, ein bisschen länger Atemwegssymptome und auch teilweise mehr Schmerzen und Gliederbeschwerden. Deswegen wollen wir heute noch mal was zur zweiten Impfung sagen. Sie sprechen es an, das Thema Impfen soll auch heute im Vordergrund unseres Interviews stehen. Die meisten sind geimpft, zweimal, dreimal und nunmehr stünde eigentlich jetzt die vierte Impfung an. Aber es ist auch eine gewisse Angst in der Bevölkerung zu spüren, eine gewisse Impfmüdigkeit. Einige sprechen auch von Nebenwirkungen. Würden Sie den nächsten Peaks empfehlen? Also die Impfung soll durchgeführt werden als zweite Auffrischungsimpfung nach einer Grundimmunisierung und der letzten Impfung vor 6 Monaten bei allen über 60-Jährigen, bei Risikopatienten, das heißt unter 60-Jährigen mit Diabetes, Asthma oder irgendwelchen Vorerkrankungen. Das gleiche gilt bei Kindern ab 5 Jahren. Wir wissen, dass wir nach einer Impfung oder auch nach einer Infektion die Antikörper wieder verlieren. Die gehen wieder runter. Die Antikörper, die wir bilden durch die Impfung, können etwas besser sein möglicherweise als durch eine Infektion. Wir wissen aber eben, dass wir erneut Antikörper brauchen, um auch gegen Mutationen geschützt zu sein und keine Infektion zu verhindern, aber eben zu verhindern, dass wir einen schweren, einen Krankheitsverlauf nehmen, der in der Klinik endet, der tödlich endet. Das haben wir verhindern können. Unsere letzten großen Impfaktionen waren teilweise im Dezember, 18. Dezember und im Januar gewesen. Das sind über 6 Monate teilweise. Die dritte Impfung ist fällig, die vierte Impfung ist fällig für alle, die in diese Gruppe über 60 fallen. Und wir haben ja jetzt einen neuen Impfstoff, den BA1-Impfstoff. Der ist zugelassen von BioNTech, Pfizer und auch von Moderna. Es wird einen BA4- und BA5-Impfstoff geben. Das sind die Mutationen, die jetzt führend sind. Ob es überhaupt zwischen dem Basisimpfstoff BioNTech, Pfizer und Moderna und den neuen Impfstoffen mit den Mutationen einen signifikanten Unterschied gibt, was den Krankheitsverlauf oder die Schwere betrifft. Das ist unklar. Studien zeigen, dass sie ähnlich gleich gut sind auf einen BA4, einen BA5-Impfstoff, der ja auch überhaupt nicht klinisch validiert ist bisher, bräuchte man nicht warten. Die Studien zum BA1-Impfstoff zeigen einfach, dass 1-2% höhere Chancen einer Nichtinfektion und eines nicht schweren Krankheitsverlaufes bei sowieso über 90-prozentigem Schutz nach einer Impfung bestehen. Da muss man jetzt auch auf nichts warten. Da muss man jetzt einfach ein bisschen pragmatisch sagen, okay, es liegt lange zurück, ich bin über 60 oder schwer vorerkrankt oder gehöre in den Bereich des Rettungsdienstes, in den Bereich der pflegenden Angehörigen, in den Bereich des klinischen Personals. Da muss man einfach jetzt noch mal impfen, dass wir dann auch wieder bis Ostern gut durchkommen, ohne einen klinischen Verlauf, eine Behandlung in einer Intensivstation wahrnehmen zu müssen. Aber nochmal ganz klar, dreimal geimpft, einmal erkrankt. Was passiert dann im Körper? Gehen die Antikörper nicht irgendwann zurück und ich muss trotzdem wieder Angst haben vor der nächsten Infektion? Ja, vor der nächsten Infektion muss man immer Angst haben. Da muss man auch Angst haben, wenn man 2 oder 3-mal geimpft ist. Wir müssen durch Impfung immer wieder Antikörper produzieren, die vor schweren Krankheitsverläufen uns schützen. Wir wissen, je älter das Immunsystem wird oder unter Medikamenten, unter Immunsuppression, können die Antikörper schneller wieder abnehmen. Das wird im Bereich irgendwo zwischen 4 Monaten, sagen die Österreicher, in Deutschland sagt man 6 Monate, wird das der Fall sein. Deswegen nochmal impfen, wenn ich über 60 bin, wenn ich vorerkrankt bin, wenn ich ein Kind bin ab 5 Jahren mit schweren Vorerkrankungen oder wenn ich in eine Gruppe gehöre, wo ich außerordentlichen Kontakten wie in der Pflege oder im Rettungsdienst ausgesetzt bin. Das heißt aber, wenn 6 Monate seit der letzten Erkrankung vergangen sind, dann droht durchaus die nächste Infektion. Ja, die nächste Infektion droht mit einem schwierigen Verlauf eben ab 60 oder bei Vorerkrankten. Ansonsten weiß keiner, wie lange der Antikörperschutz zählt. Man sieht das zumindest an den Sterberaten. Im Durchschnitt ist das Alter bei den an Corona noch Verstorbenen, das sind ja auch nicht wenige, liegt das bei 83,3 Jahren. Viele davon leben auch in Altenheimen oder werden in der Pflege betreut. Und man weiß einfach, dass diese vulnerablen Gruppen und vor allen Dingen die Gruppe der Hochbetagten, dass man da jetzt nochmal nachsteuern muss,
die haben wir ja auch schon am 28. Februar zum vierten Mal geimpft mit dem Basisimpfstoff gegen die Omikron-Variante und wollen jetzt sehen, dass wir eventuell eine fünfte Impfung machen, um über den Winter, über den Herbst zu kommen. Egal welche Mutation kommt, es ist völlig unklar, ob eine neue Mutation oder neue Mutationen, das sind dann gleich 10, 12, 13 verschiedene Mutationsstellen in einem Virus, die dazukommen. Ob das Virus stabiler oder instabiler macht, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass die Impfstoffe, die wir jetzt zur Verfügung haben, die Basisimpfstoffe und die BA1-Impfstoffe gegen die Mutationen, die ja zu 50% aus Omikron-Impfstoff und zu 50% aus dem BA1-mutierten Impfstoff kommen, dass die vor BA4, BA5, aber eben auch vor allem, was kommt, beim schweren Krankheitsverlauf von der klinischen Aufnahme schützen. Ja, für einige steht jetzt schon die fünfte Impfung an, denn die vierte haben viele, gerade der Älteren, ja schon wahrgenommen. Was kommt auf diese Menschen zu? Wir haben ja noch keine offizielle Empfehlung vom RKI. Wir haben aber die Empfehlungen des RKI, die noch aus dem August stammen. In Österreich ist man da weiter. Da empfiehlt das Impfgremium eine fünfte Impfung für alle über 60-Jährige und Risikopatienten bereits 4 Monate nach der vierten Impfung. Also insbesondere über 60-Jährige, Heimpatienten und eben Patienten unter Medikation, Diabetes, Asthma, Herzmedikamente und eben Immuntherapie, Cortisonbehandlung. Die Empfehlung bei uns wird in die Richtung laufen, dass man sagt, die fünfte Impfung, genau wie die vierte jetzt auch, soll mit einem BA1-Impfstoff durchgeführt werden. Es soll auf keine weiteren Impfstoffe gewartet werden. Und das gilt für über 60-Jährige, für Risikopatienten, also genau auch für die, wo wir jetzt eben gesagt haben, ihr braucht die vierte Impfung. Wenn denn die vierte Impfung schon über 4 bis 6 Monate, würden wir sagen, zurückliegt, ne? Und insbesondere auch bei Heimpatienten, Patienten in der Pflege, und insbesondere eben auch immer nach individueller Arztempfehlung. Es sind auch Patienten außerhalb von Heimen oder außerhalb von Pflegesituationen mittlerweile 4-mal geimpft. Es liegt lange zurück und da muss man auch individuell abwägen. Der erste Ansprechpartner beim Impfen bleibt immer der Hausarzt. Das ist auch so gut geregelt. Die Hausärzte ansprechen, die Fachärzte ansprechen. Es ist ausreichend Impfstoff da. Es ist wieder nicht alles geliefert worden, was am Anfang gesagt wurde. Aber die Nachfrage hält sich momentan in Grenzen. Man muss die Bürgerinnen und Bürger jetzt gezielt ansprechen und sagen, pass auf, wir sind gut über die letzten 2 Jahre gekommen. Wir wollen jetzt gut bis Ostern kommen. Und dir kann ich empfehlen, lass dich nochmal impfen. Anderen wird man sagen, nein, du bist 3-mal geimpft, du bist 1-mal oder 2-mal genesen. Es gibt momentan, Stand heute, keine Indikation, dich zu impfen. Sieht ja so aus, dass die Corona-Impfung ähnlich wie die Grippeschutzimpfung zu einer Regelmäßigkeit wird. Und Sie hatten ja mal angedeutet, vielleicht wird es demnächst sogar so sein, dass beide Impfungen zusammen durchgeführt werden. Linker Arm Corona, rechter Arm Grippe. Ist das in diesem Jahr schon möglich? Nein, das ist in diesem Jahr nicht möglich. Ich denke, das wird im nächsten Jahr möglich sein, zum Herbst. Da werden wir Grippeimpfstoffe mit Corona-Impfstoffen und vermutlich sogar mit RS, also respiratorischen Systemviren, haben, die in einer Spritze zu verabreichen sind. Die offizielle Empfehlung der STIKO zur Grippeimpfung sagt jetzt, auch eben ab 60 und genau die gleichen Risikogruppen und Patientengruppen, die wir eben auch schon angesprochen haben, soll man machen im Zeitraum von Oktober bis Dezember. Lieber ein bisschen später, die Grippe an sich kommt auch erst Februar, März, dass man sagt, okay, ab November die Grippeimpfung. Wir würden aber jetzt Ende September gerne vor den Herbstferien auch schon die vierten Impfung oder auch die fünften Impfung in den Heimen abschließen mit der Corona-Impfung. Und kann man dies ja dann eben vom zeitlichen Rahmen nicht zusammen machen. Man darf jetzt auch nicht die Corona-Impfung, die erforderlich ist, verschieben und dann lieber die Grippeimpfung ab Anfang, Mitte November nehmen. Dann kommen wir, weil wir auch nochmal ordentliche T-Lymphozyten und immunkompetente Zellen produzieren, dann kommen wir wirklich gut über den Winter bis zu den Ostertagen. Ja, Herr Dr. Schneier, ich höre viel Gelassenheit auch aus Ihren Worten heraus. Das Thema Impfung steht jetzt im Vordergrund. Die Panikmache, die Hysterie, die teilweise auch immer noch von derzeitigen Gesundheitsminister und einigen anderen in der Bundesregierung verbreitet werden, sollten wir eigentlich ad acta legen. Können Sie das so bestätigen? Gelassen und ruhig jetzt auch in die Hüffelmarktzeit, in die Weihnachtszeit, in den kommenden Winter zu gehen? Ja, das würde ich genauso bestätigen. Es gibt eine Ausnahme, wo man wirklich sagen muss, ich muss als Ungeimpfter aufpassen, dass ich mich nicht infiziere. Ich muss gucken, ob ich vielleicht auch noch eine Erst- oder auch eine Zweitimpfung wahrnehmen möchte. Ich muss es nicht machen. Die Verläufe werden weiter
relativ milde bleiben. Viele Menschen mit Vorerkrankungen haben wir eine neue Impfung empfohlen. Ansonsten ist es wirklich leider so, dass man viel über Twitter, Facebook und in Zeitungen liest, die wirklich wissenschaftliche Arbeit, die wir uns erhofft haben, haben wir selten jetzt gesehen. Das sind aber auch politische Rangeleien, die dürfen jetzt nicht dazu führen, dass wir müde werden und dass wir sagen, ach Corona, lass stecken, das brauchen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt gucken, dass wir informieren und wir müssen gucken, dass jeder sagt, ey, soll ich nicht? Und dann einen Weg finden, dass wir zeitnah fertig werden und gut über den Winter kommen und sicher nichts mehr absagen müssen, sicher auch nichts schließen müssen, Stand heute. Da bin ich ja froh, Herr Doktor, dass Sie nachts gut durchschlafen und nicht um 1 Uhr aufwachen, um dann irgendwas durch die Gegend zu twittern. Vielen Dank nochmal wieder für Ihre Informationen. Zum Schluss vielleicht nochmal kurz der Hinweis, wo können die Menschen sich impfen lassen? Was sind die Anlaufpunkte? Die großen Infektionen haben wir ja in der Form nicht mehr vor. Aber es gibt ja den typischen Anlaufpunkt, den wir immer präferiert haben. Ja. Das sind die Haus- und Fachärzte im Ort. Die werden auch wieder verschiedene Impfsprechstunden anbieten. Man muss das immer so ein bisschen koordinieren. Die Impfstoffauslieferung an die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen erfolgt immer montags. Wir impfen bei uns immer dienstags. Man wird vielleicht auch nochmal einen Tag dazu geben, zu Beginn der Herbstferien, dass man auch nochmal einen Donnerstag impfen kann. Sprechen Sie Ihren Hausarzt an, sprechen Sie Ihren Facharzt an. Gehen Sie auf die Seite der Gemeinde Hövelhof oder des Kreises Paderborn. Auch da sind noch Impftermine im Impfzentrum frei. Wenn einer gar nicht weiterkommt, wer überhaupt nicht weiterkommt, darf sich auch gerne melden. Ansonsten abklären mit dem Hausarzt, der hat es im Computer drinstehen. Wann war die letzte? Ich gucke jetzt auch immer rein und sage, hey, schon wieder 6 Monate rum. Sollen wir nicht? Kurz beraten und dann sagen, ja, jetzt geht's los. Vielen Dank, Herr Dr. Georg Schneider, für die Information. Kommen Sie gut durch die nächste Zeit. Dies Jahr klappt ja das, was wir eigentlich im vergangenen Jahr schon versprochen haben. Dies Jahr feiern wir Hövelmarkt. Da sehen wir uns alle wieder. Herzlich willkommen. Bis nächste Woche.